Wie bitte? Mir ist so langweilig. Mir auch. Ich habe die Geschichte schon 1000 Mal durchgehört. Oh, schau mal. Jonathan ruft an. Hallo, ihr zwei. Na, was macht ihr? Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Uns ist so langweilig. Puh, ja, das kann manchmal ganz schön schwierig sein, wenn man so viele Möglichkeiten hat, sich dann zu entscheiden. Aber sag mal, ihr habt doch so ein Ideenglas. Vielleicht greift ihr da mal rein. Na, was steht auf dem Zettel? Kunst in der Natur. Wie soll das denn gehen? Das kann ich euch verraten. Denn diese Woche heißt unsere Herausforderung: Weniger ist mehr. Wir wollen mal die ganzen Sachen, die wir haben, zu Hause lassen und probieren, mit wenig Dingen etwas Tolles zu erleben. Macht ihr mit? Ja! Cool. Dann würde ich sagen, macht euch bereit. 3, 2, 1. Nanu, jetzt sind wir ja im Wald gelandet. Aber ist ein bisschen frisch, oder? Das lässt sich aber ändern. Schon besser. Und wir sind sogar mit Körben ausgestattet. Hier im Wald gibt es jede Menge zu entdecken. Und wir drei wollen jetzt mal ein Kunstwerk erschaffen, nur mit Dingen, die wir hier im Wald finden. Das nennt man übrigens auch Landart. Macht ihr mit? Ja! Dann los geht's! Wow, also ich muss sagen, das ist wahnsinnig schön geworden. Und das haben wir ganz ohne die vielen Spielsachen aus dem Kinderzimmer hinbekommen. Den Vorschlag, den ihr aus eurem Ideenglas gezogen habt, der wäre wirklich richtig gut. Wenn ihr auch so ein Ideenglas basteln wollt, dann klickt euch mal rein auf hallo-benjamin.de. Dort findet ihr die Anleitung. Und wenn ihr dann euer eigenes Kunstwerk geschaffen habt, schickt uns gerne ein Foto davon. Also, runter von der Couch, raus in die Natur, das macht mega Spaß!